Liebe Leute, willkommen live auf Twitch. Ich zeichne auch für YouTube Journey to the East, der erste DLC. Wir haben noch nichts, Christian Günther und der Entwickler und ich, investiert in Zuginfrastruktur. Wenn die Leute kein Wasser mehr haben oder die Loks und kein Sand. Oh, da hast du recht. Kein gar nichts. Aus und vorbei. Wir brauchen, du hast auch noch kein einziges Signal gesetzt. Ne? Nein. Wir gehen hier vorne mal hin in den Bahnhof, weil hier fahren ja, das ist der einzige Bahnhof, wo beide Strecken durchfahren, und bauen mal ein Wartungsdepot schon mal hin. Schon geht ein Teil des Geldes weg. Wartungsdepot, wenn die Loks eine bestimmte Anzahl von Lebenspunkten nur noch haben, standardmäßig wird 60% vorgeschlagen. Ich stelle gern auf 70 und übertrage das überall hin, auch wenn wir nur einen haben. Dann halten die ja an und sorgen dafür, dass sie wieder volle Lebenspunkte bekommen. Mache ich selber persönlich auch oft. Also vor allem, wenn ich morgens aufstehe, dicke Ringe unter den Augen und Rücken verkrampft und anderes. Ich gehe immer erstmal ins Wartungsdepot, lasse mich durchchecken, zahle ein bisschen was dafür und dann geht's weiter. Und danach, wenn ich auf offener Strecke unterwegs bin, machst du eventuell auch. Ich glaube, du wirst von der Familie immer losgeschickt, Brötchen zu kaufen oder frisches Brot. Dann hast du, glaube ich, auf dem Weg zum Bäcker zurück so einen kleinen Turm, Christian, bei dem du auch Betriebsmittel auffüllen musst, ne? Der kleine Turm ist tatsächlich unsere Espresso-Maschine. Ah, ja. Also was für unsere Dampfloks Wasser ist, ist für dich Espresso. Ja, genau. Die Farbe, ne? Wasser, Kohle, Espresso, ja. Das ist ja alles irgendwie so eine. Ja. Ich stelle die persönlich immer ganz gerne hin, unmittelbar beim Ein- oder Ausgang vor einem Bahnhof, weil die Züge halt, wenn sie da durchfahren, selbst dann, wenn sie nicht anhalten, langsamer werden. Nicht die Espresso-Maschine. Nee. Ich habe gar keine Espresso-Maschine. Ich mache einfach nur Filterkaffee. Wir machen gar keinen Filterkaffee mehr. Das ist... Oh. Tatsächlich, ich gieße mir den immer auf, den Espresso. Zu so einem Americano, weißt du? Also, tja, es ist verwöhnt. Echt? Sind wir da. Sag mal, bei Railway Empire 2, apropos Thema verwöhnt, ihr habt ja auch Steuermittel bekommen, oder? Bundesförderung. Aus euren Steuergeldern wurde dieses Spiel unter anderem mitentwickelt. Du kannst gerne jetzt eine Beichte ablegen. Die Bahn ist ja auch subventioniert. Das stimmt. Warum dann nicht auch ein Spiel über Bahnen? So sieht das aus. Wir fahren auch hier einmal mit. 1,5 Millionen? Nein, aber das ist wirklich eine ganz große... Entschuldigung, das ist wirklich eine ganz großartige Sache tatsächlich mit der Förderung. Ja. Ich glaube, das macht wirklich viel Gutes für den deutschen Entwicklerstandort tatsächlich. Mhm. Und jahrelang auch leider vernachlässigt worden. Ja. Und immer wieder wackelig. Die Modelle werden immer wieder neu gemacht. Man weiß nicht genau, wie lange das dann funktioniert. Planungssicherheit sieht anders aus. Ja, aber es gibt ja schon, wenn du in den Projekten drin bist, dann hast du zumindest deine Projekte schon mal sicher und kannst für die Dauer vernünftig planen. Genau. Und das ist schon eine große Erleichterung, und ich hoffe, dass das wird auch so beibehalten. Ich muss dich ja ein bisschen rügen, ne? Nein. Also jetzt hier so das letzte Stückchen, das ist sowas, was ich auch immer versuche zu vermeiden. Was denn? Hast du ja deine Strecke ein bisschen tiefer gelegt. Ganz am Ende hier? Ja, also wir fahren da ja immer durch so einen Graben durch. Ne? Ja, normalerweise mache ich das nicht. Ich glaube, das habe ich diesmal, normalerweise achte ich immer drauf, dass wir oben fahren und von oben runter gucken können, weil das so ein erhabenes Gefühl gibt und weil ich grundsätzlich ein Mensch bin, der gerne auf andere runterguckt. Ja, aber ich wollte das nur so vor die Schönbauerkritik geben. Das habe ich nur gemacht, wirklich. Weil Tempo. Ich persönlich, also sagen wir mal, miteinander reden kostet ja auch so ein kleines Stückchen Aufmerksamkeit, was ich dir gerne schenke, weil ich das auch sehr interessant finde. Aber es geht ein bisschen auf die Schönbaufähigkeiten von mir. Oh je. Ja. Da bin ich jetzt ruhig. Na, um Gottes Willen. Wir haben dicke Prämien gerade bekommen. Wir wollen ja eigentlich hier nach Konstantinopel hin. Sollen wir mal spoilern, was passiert, wenn man einen Bahnhof in Konstantinopel baut? Wir haben uns tatsächlich schon gespoilert, du. Also in dem, ich kann das ja mal gerne verraten, in dem Bereich vor und um Konstantinopel, also was tatsächlich mehr in diesem Einflussbereich liegt, da haben wir einen neuen Bahnhofstypen.
Also optisch neuen Bahnhofstypen, der sich dann auch tatsächlich an dem Erscheinungsbild des Originalbahnhofs in Istanbul, dem heutigen, orientiert. Also da hast du, ich glaube, den hast du aber auch schon in Sofia bekommen. Oh, das ist schön. Mir gerade schon aufgefallen. Ja. Mal gucken gehen. Kannst du mal gucken. Er ist so, wie man ihn erwarten würde. Einmal butterweich reingezoomt. Wo ist er denn da oben? Nee, warte mal. Und also das ist es nicht. Ich habe doch gerade eben schon einen gesehen. Vielleicht in dem Güterbahnhof. Hier um die Ecke oder hier vorne in Plovdiv. Ach, ah, da war der schon. Genau. Oh, wie hübsch. Oh lala. Ja. Nein. Doch. Und da gebe ich dir jetzt durchaus die Erlaubnis, einfach mal so ein bisschen zu erweitern, dass wir den in seiner vollen Pracht sehen können. Weil je mehr Gleise. Bahnhofsgleise du hast... Ne, ich mache den Vorschlag. Ich baue 4 Gleise, ich habe volle Baukostenerstattung und dann genießen wir das in Schönheit und dann zerstören wir die Schönheit wieder. Ach. Weil Schönheit ist vergänglich. Das ist eine philosophische Sache, die wir den Leuten beibringen wollen. Ja, da hast du recht. Ich baue den einmal komplett aus. Das war natürlich gerade nicht so. Nachher wird das alles wieder weggemacht hier. Guck mal, da sinken jetzt aber auch gerade die Immobilienpreise, du. In der Tat. Und einmal gucken. Ah, warum hat er sich denn jetzt noch... Achso, doch, klar, doch, doch. Ein bisschen, oder? Ja, doch, links und rechts sind die Anbauten tatsächlich. Hier vorne, kleine nette Anbauten. Weißt du, was ich mir so wünschen würde von euch, normal, also von euch Entwicklern, wenn die Bahnhofsuhren die Uhrzeit meiner Systemuhr auf dem PC hätten. Das gibt's bei Anno 1800. Das finde ich so cool beim Streamen. Ja, ich glaube, unser Tech-Lead guckt auch gerade zu. Der hat sich nämlich schon mit doofen Kommentaren aus dem Off gemeldet. Ja, zauberhaft. Ne? Ist für Montag direkt Auftrag. Im Ernst, das ist ganz toll. Die Leute schreien immer verzückt auf, sobald wir das sehen. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Nein, glaube ich auch nicht. Das machen wir mal. Oh, er schreibt schon. Rapiane oder wer? Oder Steffen? Nein. Und unser Lead-Programmierer schreibt mir gerade schon. Privat, nicht im Chat. Nein. Achso, ja. Ja, mal gucken. Wunderbar. Mal gucken, sagt er. Sehr schön. Wo wir gerade bei Wünschen sind, liebe Leute, das war jetzt vorab nicht abgesprochen mit Christian, aber ich denke, er wird da sofort begeistert zustimmen. Bitte ganz schnell mal die Kernfeatures reinposten vom nächsten DLC von Railway Empire 2, der den Namen führen wird Writing Bull Extra. Nur mit Features für unsere WBI-Community, die dann der Rest der Menschheit, egal ob man in Deutschland, in Frankreich, in Japan oder sogar da Railway Empire 2 zockt, wo man mit den Füßen an der Decke ist und mit dem Kopf auf der Tastatur, nämlich in Australien, dass man das überall dort spielen muss. Städtenamen umbenennen. Ja. Ja, okay. Also Kernfeature. Sehr bescheiden. Also das ist bescheiden gedacht. Das ist, glaube ich, sehr schnell umsetzbar. Also erstmal eine große Büffellok, ne? Brauchen wir auf jeden Fall. Definitiv. Ja, definitiv. Ja. Oh. Benitier hätte gerne mathematisch Steigung und Neigung in Promille angeben und nicht in Prozent. Ponyhofhöfe, unbedingt. Wunderbarer Hinweis von Videogame-Mystery. Sehr, sehr schön. Ponyhöfe und Promille. Aber da ist eigentlich immer Alkohol schon mit drin. Ne? Ja, es ist so und es ist peinlich. Wir bauen mal weiter und tun mal so, als wäre nichts passiert. Wisst ihr was? Ich mache jetzt mal Folgendes. Oh, no joke. Ich kremple meine Arme auf und mache jetzt mal 20 Minuten, damit wir vorankommen. Power Gaming. Arbeite inklusive Krediten und wir machen eine Strecke, erstmal eine lange Strecke, nur für Express, für Post und Passagiere und ziehen einmal von Sofia aus, mit die anderen Gleise reichen wir auch gleich wieder ab, die nicht benötigten, einmal bis nach Konstantinopel, damit wir das schon mal haben. Damit Christian dabei ist, wenn wir Konstantinopel erreichen. Einmal hier so quer durch. Ja? Countdown bitte für WB im Speedrun. 5. Und alle bitte unbedingt Sicherheitsgurte betätigen, wenn ich rausgeschleudert werde in den Kurvenfahrten. Es kann sein, dass du für mich ein bisschen im Chat mitlesen musst. Und ne? Ich lese schon. 5, 4, 3, 2, 1 und...
Ja, ihr könnt schreiben CWBC, ja, aber eigentlich solltet ihr schreiben Zug WB, Zug, Chu Chu. Auf geht's. Wir machen das erstmal dadurch, dass wir ganz schnell sprechen und Dinge abreißen, nämlich hier vorne in Plovdiv die Gleise, die wir nicht brauchen. Die kommen sofort wieder alle weg. Schon bin ich ein Stückchen reicher. Auch ein Teil der Parallelgleise, die wir gerade gebaut haben, brauchen wir gar nicht. Wir sammeln mal Geld. Kosten eigentlich die Gleise auch laufenden Unterhalt oder nur Baukosten? Deshalb habe ich nie kapiert. Die Kosten, du kannst das ja alles, was deine laufenden Kosten sind, ja sehr gut in der Bilanz nachgucken. Du willst mich ablenken, du willst, dass ich langsamer baue? Nein, ich gucke gar nichts nach. Du bist mein Nachgucker hier. Du musst dich auch mal mit deinen Büchern beschäftigen. Nicht also, jetzt, jetzt wird gebaut, gelesen kann man später. Also im Ernst, ich habe dann, jetzt fange ich schon wieder an zu labern. Du willst mich nur ablenken, du willst mir meinen Plan torpedieren hier. Wir bauen hier rüber und da vorne hin. Du musst auch auf die nachhaltige Entwicklung deines Unternehmens dann mal ein bisschen Zeit investieren. Ne? Nicht nachhaltig. Dich immer mit deinen Schutschuzügen hier vergnügen. Ne? Das ist auch ernst. Das ist das Jahr 1890. Der Begriff nachhaltig ist noch gar nicht erfunden worden. Das ist Sci-Fi. Das ist auch kein Science-Fiction-Spiel hier. Wärst du so ein Robber-Baron gewesen? So jemand, ja. So diese Brutalos, also diese Tycoons, meinst du im bösen Sinne des Wortes? Wärst du eher so ein Vanderbilt gewesen, oder? Ja. Ich verstehe zwar nicht, warum du im Konjunktiv sprichst, aber ansonsten ja. Achso, ja, Entschuldigung. Da oben wollen wir hin. Einmal parallel bauen hier lang. Das klappt schon. Hier vorne hin, hier einmal bauen. Einmal die Basisstrecke hier rüberziehen, nachher einmal weitere Städte rechts und links, nein. Ein Gleis lasse ich frei für Güter, die von rechts reinfahren. Hier ist die Abfahrt. Wir wollen nach Plovdiv Durchfahrt für durchgehende Züge, bitte nach hier hin. Das heißt, wir fahren hier dran vorbei. Oh, was ist denn das hier schön? Ach, das ist ein Betrieb, okay. Da kannst du nicht durch. Hier kann ich dran vorbei. Hier nutzen wir die ein kleines Stückchen parallel. Jetzt gehen wir hier in das zweite Gleis rein. Machen noch ein paar Zwischenpunkte, die sind immer ganz praktisch, weil man dann die Höhenunterschiede einnivellieren kann, das also beziehungsweise wieder einstellen kann. 69, das kommt wahrscheinlich durch die enge Kurve drüber. Mein Gleisbau sah abenteuerlich. Ich werde als der Karl May der Gleisbauer bezeichnet. Ich kann dem auch nur zustimmen. Kann man machen, hier eine Minikurve hier rechts, hier nach links sind extra für dich. Das ist die Christian-Gedächtniskurve. Deshalb mache ich, damit du glücklich bist. Damit du nicht seufzt, sondern sagst, danke Daniel. Ich hätte mir da jetzt schon so eine Hauptstrecke gewünscht, wo du dann schön ordentlich deine anderen Betriebe dran anschließt. Ne? Quasi so. Aber nicht so, ach, das ist ja schon Spaghetti-esk. Spaghetti-Eis? Gibt es wahrscheinlich auch in Konstantinopel. Warte mal, schreibe ich direkt auf. Spaghetti-Eis. Als neue Ware. Als neue Ware im Writing Bull. Genau. Ja. Eine Strecke hin und zurück, Express. Ach, wir bauen gleich noch ein Parallelgleis. Ein Parallelgleis daneben hin. Einmal bauen. Dann geht es weiter nach oben hin. Zu dem Bahnhof. Das kostet unfassbar viel. Aber du hast ja gesagt, Daniel, schau in die Bücher. Anleihen, jederzeit möglich. Schulden machen, Vorschlag von Christian. Daniel, erst mal richtig in den Dispo. Ja. Unglaublich. Dann noch ein weiterer Zug hier vorne hin. Da sind wir fast schon in Konstantinopel. Dann löst du einen Kredit mit dem nächsten aus. Ne? Ganz genau. Ich mach's wie die Bundesregierung. Ich bin quasi der Antichrist. Nein, das ist hier Investition für die Zukunft. Wir müssen an unsere Kinder denken. Die brauchen von uns eine coole Bahnverbindung hier. Für euch baue ich das, für alle Jüngeren im Chat. Damit ihr eine Perspektive habt. Dafür nehme ich jetzt Schulden auf.
die ich, glaube ich, gleich in, übrigens in Form einer Chat-Anleihe auch gleich an euch weiterreichen werde, damit ich für euch eine wirtschaftliche Zukunft aufbauen kann. Jetzt hier oben wieder rein. Oh, das ist aber schwer hier an, mit dem Anschließen. Da merkt der Chat gerade an, dass er froh ist, dass du nicht der Vorstand der Deutschen Bahn bist. Aber ich glaube, bei dir kommen zumindest keine Züge zu spät, ne? Nein. Einmal hier hin. Den hier raus. Jetzt mach ich mal wieder etwas, was dich erschreckt. Ah. Aber ich habe gesagt, es geht schnell voran. Wir wollen was erreichen, wir wollen Loks haben, die herumdonnern. Ich habe ein bisschen Sorge, dass hier die Kurve zu eng wird gleich, wenn danach noch eine Parallelstrecke kommt. Deshalb mache ich so ein klitzekleines Stück gerade raus. Immer, das mache ich gerne. Das sieht aber sicher aus. Ja, da fliegt keiner raus. Ist zukunftssicher. Ganz genau. Einmal schnell bauen. Ist die Kurve zu eng hier? Beim nächsten Mal? Parallelgleis, was meinst du? Ich denke nicht. Da kommt ja nur noch einer weitere nach innen. Ne? Und genau. Die Kurven, die du außen hast, das tut dir ja nicht weh. So ist es. Jetzt machen wir noch den letzten Bahnhof und dann werden die alle miteinander verbunden. Jetzt geht es schon nach Konstantinopel. Ich habe nicht gescherzt, als ich gesagt habe, Tempobau in 20 Minuten von Sofia nach Konstantinopel. Es ist möglich. Es ist nicht schön, aber es ist möglich. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie traumatisierend ist das, was du gerade erlebst für dich, Christian? Ach ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich muss mich Montag erstmal krank melden. Ja. Ja. Wenn es darum geht, wen das Studio zu unserem Stream schickt, ist das so Stöckchen, so Streichholz ziehen? Wer verliert, muss kommen? Nee, in der Regel werde ich schon, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile. Ja, okay, stimmt. Ja. In der Regel landet das erstmal bei mir. Ja. Und da kann ich dann auch nicht Nein sagen. Nein. Kennen uns ja, haben das ja jetzt schon ein paar Mal gemacht. Ja. Und es muss ja mindestens einen Tag im Jahr auch geben, bei dem man sich mal berechtigterweise danach, nach einem solchen Ereignis in den Schlaf weinen muss. Ja. Nur noch eine Verbindung hier oben hin. Ich lasse immer, wie immer, ein Gleis offen. Hier geht's raus. Hier bewundern wir gleich auch nochmal den Bahnhof. Oh, was für Steigung. Krass, krass, krass. Ah, das passiert manchmal. Das ist schwierig mit den Höhenlinien halt. Ich glaube, den bauen wir lieber nochmal. Ach, hast du, ja. Knifflig, aber wir kriegen es hin. Vielleicht so ein bisschen außer, vielleicht hinter Na, die unten Hagia. Hin? Hm? Rechts oder links? Links hinter die Hagia? Sofia vielleicht. Hier hin? Dann hast du auch so ein schönes Ankunftspanorama. Ja, wobei ich allerdings das Bahnhofsgebäude links haben muss, wegen vielen Gleisen. So kann ich. So meinst du, ne? Ist das der Endbahnhof? Kannst du ja auch einmal. Ach, wir müssen gar nicht auf die andere Seite rüber. Das ist ein Kopfbahnhof dann, ne? Kannst du einen Kopfbahnhof draus machen, ja. Mhm. Ankunft hier, direkt vor der Hagia Sophia. So, ne? Ja, oder willst du nicht ganz umdrehen einmal den Bahnhof, dann so vom Meer her die Gleise? Das ist bildhübsch, aber das würde in die Anzahl der Gleise reingehen. Weil ich weiß noch nicht, wie viele Gleise wir im Endeffekt hier haben werden. Und ich weiß auf jeden Fall, eins brauchen wir ganz links für die Güter, die wir von links irgendwann in die Stadt reinbringen, und das zweite und das dritte Gleis wollte ich für die Expressstrecke benutzen. Oder das zweite, das ist ein Kopfbahnhof. Aber deine Gleise zeigen gerade in die Stadt rein. Wir drehen mal. Also ich will nicht so herzlos sein, dass ich immer nur meinen Willen durchsetze. Deshalb ist das jetzt mal ein Entgegenkommen. Danke. Das ist sehr nett von dir. Wir versuchen das mal so. Und wunderschön. Wir testen mal, ob das klappt. Ja. Wenn nicht, kann man doch sicher auch die Hagia Sophia abreißen, oder? Ah, leider nicht. Ey. War nur ein Gedanke. Zuckte nur einen Moment durch mein krankes Hirn durch.
Brauchen wir Toll, ein jetzt sind Glas? die Grafiker, die das gemacht haben, Montag auch krank. Danke. Super. Einmal da oben hin Abfahrt. Ja, ich glaube, es geht, wenn wir das ein bisschen reinbauen, dann geht das schon. Wir müssen nur aufpassen, beim Abfahren fahren die ja so langsam an, dass die Steigung auf den ersten Metern nicht so hoch ist. Aber so können wir es auf jeden Fall machen. Dann fährt er einmal los und wir müssen nach und doch links hin. Sollen wir die Küstenlinie langfahren? Könnten wir. Oder du könntest jetzt schön auf dem Rücken bleiben, ja. Dann kannst du nach links und rechts gucken. Also es wäre auf jeden Fall ökonomischer, ne? Ja, ich würde auf der Höhenlinie bleiben, weil du kannst ja ungefähr auf einer Ebene bleiben bis zur nächsten Stadt. Einmal hier rüber. Das war das rechte Gleis, ne? Also ist egal, das ist ja Endstation. Da gehen wir dann hier rein. Aber deswegen benutze ich persönlich ja immer die Gleisköpfe, weil ich mir dann darum keine Gedanken mehr machen muss. Ah. Da bin ich dann vielleicht ein bisschen denkfaul. Frage in Chat. Wie häufig und wie oft benutzt ihr die weichen Köpfe, die es im Spiel gibt? Also die Teile, die man gratis bauen kann beim Rein- und Rausfahren in Bahnhöfen. Überall, mein Gundrabur. Immer. Liebe Chatmods, Black Panther und dein Team, Jet to Space, könnt ihr mal eine Umfrage machen im Chat an die Spieler von Railway Empire 2. Wie häufig benutzt ihr Weichenköpfe? Immer, häufig, hin und wieder, selten, gar nicht. Fast alle... Oh Gott, ich bin in der absoluten Minderheit. Dass ich die nur hin und wieder baue und benutze. Aber das sieht doch schon mal sehr cool aus. Ist nur die 4% hier vielleicht noch irgendwie hinbekommen. Und dann können wir starten. Einmal so. Einmal schnell bauen, bevor ich es mir anders überlege. Und jetzt mache ich etwas aus Sparsamkeit. Aus Komfort, nicht aus Geldsparsamkeit. Ich baue eine Parallelstrecke, aber eigentlich soll das hier ein Kopfbahnhof werden und reißt das auf den letzten Metern das Stück hier wieder ab. Dann können wir jetzt hier in alle Ruhe reinbauen. Oh. Ja, da musst du, glaube ich, ein bisschen näher ran. Ja. Einmal so. Dann brauchen wir hier einen Versorgungsturm drin. Lass mal schauen, ob wir Geld durch eine Prämie bekommen auf dem Weg dorthin. Hier könnten wir notfalls schnell Geld bekommen. Aber du spielst doch sicher privat immer nur mit Cheat-Tools, oder? Als Entwickler. Nein, so Geld-Tools. Überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Kein bisschen. Kein also bisschen? Nee, also wir haben die natürlich bei uns in speziellen Builds aktiviert. Aber in der Regel überhaupt nicht, nee. Machst du dir das Spiel ja auch so ein bisschen mit kaputt. Finde ich auch. Bist du ein rechts rauf und links runter Fahrer oder umgekehrt? Das sieht sehr richtig aus, wie du das gemacht hast. Finde ich auch. Ja. Umfrage läuft. Wie oft benutzt ihr Kopf... das war nicht die Frage nach den Kopfbahnhöfen. Es geht um Weichenköpfe. Das ist was anderes. Das hilft nicht weiter. Es ist lieb gemeint, vielen Dank, aber es ist nicht das, um das ging. Es geht um Weichenköpfe. Kannst du das nochmal machen, bitte? Ich zeig dir gleich mal im Bild, oder? Du wartest noch einen Moment ab, Matze, bis ich die mal zeige. Aber jetzt brauchst du noch... ja, ich habe mich verbaut. Musst du noch Weichen auch bauen. Ne? Mhm, noch Gleise bauen, genau. Ach so, willst du? Okay. Da will ich. Ich will immer eins offen lassen für irgendwelche Sonderfälle, ja. Falls man links irgendwas irgendwo noch braucht. Ist so eine Manie von mir. Ich will immer ein Stück gerade raus und links und rechts immer eine Möglichkeit haben, noch irgendwas anzuschließen.
Tja, können wir es jetzt auch machen? Aber was ich meinte, ist, du musst ja die beiden Gleise eigentlich noch miteinander verbinden, dass du dann quasi, wenn du so eine Teilstrecke bauen willst. Hier kommt der Weichenkopf jetzt hin. Und jetzt seht ihr auch mal, wie der aussieht. Er kostet nichts und trotzdem ist er wertvoll. Es gibt Dinge, die kosten nichts und haben trotzdem einen Wert. Ja, hier brauchst du ihn ja nicht. Doch, hier ist ein Endball. Ja, da bist du ja auf einem Gleis, ne? Und dann fährt dein Zug ja auf dem rechten Gleis raus. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich spiele komplett anders. Ich baue quasi Kreise. Also einen komischen Kreis, der aussieht wie zwei Parallelen. Ja. Aber rechts geht halt bis zum Endbahnhof hin. Und am Endbahnhof fahren die dann auf ein Gleis drauf, auf ein einziges, drehen auf demselben Gleis und fahren auf der anderen Strecke zurück. Und ich mache das dann immer so, dass ich hier keine Weichenköpfe benutze, dass die immer nur... Also nicht aufs passende freie Gleis geschickt werden, sondern immer nur das eine nehmen dürfen, um alle Probleme zu vermeiden. So mache ich aber das. Aber wenn halt. Du dann von Korlu nach Konstantinopel möchtest, dann hast du aber nicht die Möglichkeit. Ne? Dann würde hier, der Zug einen riesen Umweg bauen. Hier muss ein Weichen. Ich zeig mal, wie ich es machen möchte und dann gucken wir, ob es klappt, wäre mein Vorschlag. Ich stöhne dann wieder. Ja. Da kommt auf jeden Fall ein Weichenkopf jetzt hier hin. Das ist ein bisschen quatschig. Ja, das war Quatsch. Ja. Den hätte ich hier gebraucht, wenn ich zwei Gleise gehabt hätte. Ich brauche gar keinen Weichenkopf. Weder hier noch hier. Noch hier vorne. Weil die fahren ja durch. Die sollen durchfahren. Die sollen nicht stückchenweise fahren von Stadt zu Stadt, sondern ich hätte gerne eine Riesenstrecke. Ach so. Ach, das, deshalb hatten wir aneinander vorbeigeredet, ne? Ja, genau. Also ich baue das immer so, dass ich dann mein Gleissystem so aufsetze, dass ich mir beim Zuglinien einsetzen gar nicht mehr so viele Gedanken mache, dass ich da frei bin. Da oben haben wir eine andere Strecke. Deshalb gehen wir hier rein. Hier hin. Das war der Punkt, warum du gestaunt hast und ich dachte, warum staunt er denn? Ja. Das klappt. Jetzt müssen wir nur noch an der Endstation für die Personen. Jetzt ziehen wir noch was rauf. Wie gut es Parallelgleise so preiswert sind. Sonst wäre ich längst ein Fall für einen Schuldenberater. Und du bist ja auch durch deine Charakterwahl bevorteilt im Gleisbau. Genau. Sehr gute Wahl. Jetzt kommt die Frage, wie oft benutzt ihr Weichenköpfe? Kommt jetzt im Chat und jetzt könnt ihr darauf antworten. Und hier mache ich jetzt mal einen Weichenkopf, damit ihr seht, wie es geht. Weil hier brauchen wir jetzt einen, ne? Denn das hier führt rauf und das führt runter und jetzt brauchen wir hier einen Weichenkopf, ne? Genau, also du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst einmal den automatischen Weichenkopf setzen und dann sortiert er tatsächlich passend je nach Belastung die Züge quasi dynamisch auf freie Bahnhofsgleise. Oder du könntest selber so Kreuzweichen da setzen und hättest dann den Vorteil, dass deine Züge, dass du genau kontrollieren könntest, wo deine Züge dann immer nur einfahren. Also ich mache das immer gerne so, dass ich halt die so, also wenig Weichenköpfe benutze und die dann relativ schmal und das ist dann wirklich nur einer für die Expressstrecke. Der sieht dann so aus, dann fahren die Züge von unten kommt hier rein und könnten dann hier wechseln und hier wieder rausfahren. Alternativ hätten wir auch beide gemeinsam auf einem Gleis enden lassen können, dann auf einem und demselben Gleis zurückgefahren. Aber ich mutmaße mal, dass wir auch demnächst die Strecke in Richtung Wien in den Norden verlängern. Und außerdem wollte ich mal zeigen, wie ein Weichenkopf aussieht, nachdem wir so lange drüber geredet haben. Das war der Hauptgrund. Also wenn ich für mich privat gespielt hätte, hätte ich hier erstmal einen Kopfbahnhof gemacht und später dann das nochmal umgebaut, wenn es weiter Richtung Nordwesten dann geht. Aber das klappt jetzt. Wir haben noch gar nicht reingeguckt in die Forschung. Anfangen nur einmal kurz, ne? Alle Waggons schneller abfertigen, das geht schnell. Luxuszüge machen wir im zweiten Schritt. Wir haben ja noch ein dickes Stündchen. Ah, aber damit kann man die Luxuszüge total boosten hier, ne?
Ja, Möbel, genau. Boutiquen. Da hast du dann noch so mehrere Sachen, die du da freischalten kannst. Gehobene Küche. Luxuriöse Gasthäuser. Das heißt, wenn ich das einmal... Dann machen wir das so. Wir gehen jetzt schon mal komplett auf das Luxuszug-Feature, auch wenn wir es erst nachher nutzen. Und hauen alle unsere Forschungspunkte raus, um das erstmal die Luxuszugverbindung freizuschalten. Und die dann im nächsten Schritt, sobald wir die nötigen Punkte haben, immer mehr zu verbessern. So machen wir es. An weichem Kopf ist diese Schiene X, ganz genau. Tame Piraya. Und das kann man über 2 bis 7, glaube ich. Oder 2 bis 8 weichen Köpfe. 2 bis 8. 2 bis 8 Gleise führen. So. Und jetzt würde ich mal vorschlagen, Abfahrt hier, ne? Und die Strecke hier vorne, den werden wir nachher noch... wir starten in Konstantinopel. Hier sollten noch viele Passagiere unterwegs sein und umgekehrt. Bauen die beste, nehmen die beste Express-Lok, die wir haben. Die KKSTB 170, was für ein Name. Beine geht einem beinahe so flüssig über die Lippen wie irgendwelche obskuren Twitch-Chat-Namen, die manchmal auch so Buchstaben und Zahlenkürzel sind. Ne? Kaiserlich-Königliche Staatsbahnen Baureihe 170. 75.000 Flocken müssen wir dafür ausgeben. Rast mit 138 Spitze lang. Ist sehr beliebt. Einmal kaufen. Nee, wir können schon mehrere einsetzen, ne? Aber dann sind wir gleich pleite. Kann man auch nachträglich ja noch dazu kaufen, ne? Ja, kannst du die beliebig erweitern, tatsächlich. Ich fange mal mit einem an. Hat das gerade geklappt? Oder habe ich mich verklickt vor lauter? Das, ich bin abgelenkt gewesen. Das müsste geklappt haben. Du bist pausiert. Muss mal aus der Pause rausgehen. Dann müsste das gehen. Guck mal. Oh, ich habe mich verklickt, ne? Weißt du nochmal? Ich habe deiner Stimme gelauscht. Wir haben uns beide gegenseitig zugehört und haben Mist gebaut. Also ich habe Mist gebaut. Nochmal Express, eine Lok, ein Zug. Du musst natürlich noch einsetzen, wo sie langfahren soll. Das hast du. Profis am Werk. Bitte, liebe Leute, wir haben den Studioleiter da und wir haben einen Streamer da, der das Spiel rauf und runter schon gestreamt hat. Und wir machen eine Zuglinie, auf der wir noch nicht mal die Bahnhöfe definieren, die der Zug entlangfahren soll. Jubelt uns zu, feiert uns, geht runter auf die Knie. Wollt nur gucken, ob du es merkst. Wer das klippt, einer. Liebe Leute, falls das einer klippt, bekommt ihr Ärger mit mir. Keine Clips davon anfertigen, bitte. Das ist ja unfassbar. Also, gucken Entwicklerkollegen von dir zu, ne? Ja, ja. Oh, scheiße. Ich musste das ja so ein bisschen verraten. Ja. Wir setzen so viele ein, die können auf jeden Fall immer abfahren. Weil sonst staut sich das. Dann geht's hier hin. Dahin. Du ahnst gar nicht, wie oft ich bei so Expressstrecken immer und immer wieder die Frage aus dem Chat bekomme. Wenn ich beinahe am Startbahnhof wieder angekommen bin, hey, hast du nicht was vergessen? Musst du nicht nochmal auf Konstantinopel klicken? Gefühlt sage ich dann alle 20 Minuten, dass es nicht nötig ist. Könntest du machen, aber das Verhalten wäre natürlich dasselbe. Wir bauen ja einen Kreis, ne? Genau. Ja. Ah nee, wir brauchen einen coolen Namen für die Lok. 67% nehmen gerne Weichenköpfe, heißt es im Chat. 22% selten, 11 nie. Meine Damen und Herren, einen Namen bitte für die Strecke hier. Und bitte ernsthafte Vorschläge, nicht so Vorschläge wie Christian und WB sind doof. Also wird zwar in der Sache berechtigt, aber uncool. Orient Express, was sonst? Es ist gefährlich, das Internet zu fragen, wie Sachen benannt werden sollen. Das stimmt. Einmal der Orient Express, der Klassiker. Und Abfahrt. Oh, oh, dass du da keine Copyright-Probleme jetzt kriegst. Mit dem Orient Express? Nein. Der fährt doch immer noch. Wir können den noch umbenennen. Wir können auch irgendwas sagen wie Bull Express. Bull Express. Orient Bulle. Ja, zum Beispiel. Ja. Sultanbahn wird vorgeschlagen und Bollerbull Route des Vergessens. Sehr schöner Name.
spielt auf eure heilige Pflicht an, peinlicher Augenblick hier zu vergessen. Einmal Mitfahrt. Die KBB finde ich auch sehr schön. Aber ich würde vielleicht die KKBB nehmen. Die Kaiserlich-Königliche Bullenbahn. Bin sofort begeistert dabei. Oh, können wir so den Namen des Unternehmens noch umbenennen? Nee, das kannst du nur zum Spielstart tatsächlich machen. Der Occident Express, das war vollkommen richtig. Der Novalisk. K? K? Und wie ging es weiter? BB. KKWB? Nee, BB. DB. Nee. Bulle, Bulle. Bullsbahnen. BB. Bullsbahnen. Kaiserlich-Königliche Bullsbahnen. Alles ein Wort natürlich, weil es einem flüssig über die Lippen kommen soll. Und die Eins muss es dann auch sein. Einmal Eins. Römisch Eins, wäre mal ganz cool. Weil Ostrom. Oder du kannst auch die KK STBB machen. Damit war die Verwirrung komplett. Du musst nicht nachregen. Du hast mich jetzt davon überzeugt, dass du wirklich ein Schönbauer bist. Mit keinem anderen Charakter könnte man solche Diskussionen in der Intensität führen jetzt. Wir trauen uns mal und sagen einmal KKBB1 und einmal wieder raus und weiterfahren. Ah, wunderschön. Wenn du selber mitfährst, fährst du dann mit Lok mit? Oder also ich guck gerne mal so ein bisschen von der Seite, also mit der Lok, und dann setze ich mich gerne so da drauf, dass ich noch so ein bisschen von der Lok sehe. Wo ich privat also nicht so vorne dran geklebt. Genau. Wo ich so ein bisschen Probleme mit habe, ist die Kameraführung hier so. Die fand ich irgendwie das ist so die einzige Sache, wo ich dem alten Railway Empire noch nachtrauere. Habe ich mich irgendwie sicherer und wohler mitgefühlt. Was genau meinst du? Weil bei der alten, das ging ja über WASD, ne? Und man hatte so vier Perspektiven, zwischen denen man wechseln konnte. Ja. Und ich würde am liebsten so einen Schulterblick haben, aber auf der rechten Seite, weil hier ist ja rechts immer das hier. Also die Infos. Und wenn ich die kann ich nur wegmachen, indem ich auf Mitfahren klicke. Bei Zentrieren sind die immer rechts. Und ich würde gerne rechts über die Schulter so mitgucken, aber ohne das Ding hier oben halt, ne? Ja. Wenn ich das aber wegmache, dann passiert das hier. Das ist das Problem. Ah, ich verstehe, was du meinst, ja. Und das war irgendwie, glaube ich, anders gelöst. Und deshalb fahre ich, obwohl ich es gar nicht will, immer so mit, weil hier habe ich das Datenblatt nicht offen. Das hatten wir hatten ja beides, auch beim ersten. Und das ist jetzt hier quasi auch wieder so, dass du quasi einmal die Mitfahrkamera hast, und beim ersten Teil hatten wir diese fixierten, festen Kamerapositionen, zwischen denen du nur springen konntest. Aber wir hatten tatsächlich auch diese Kamerafixierung auf die Lok selber drauf. Ja. Aber da könnte ich tatsächlich mal gucken. Also ich würde halt gerne so über die Schulter hier mitfahren ohne Datenblatt. Und das kriege ich mit der Kameraperspektive nicht hin, weil ich bin dann zu weit unten oder irgendwie anders. Ich würde gerne eine Third-Person-Ansicht haben mit meiner Lok ohne Datenblatt. Das wäre die WB-Perspektive. Dafür würde ich euch feiern. Ha. Im Ernst, ohne Scheiß, ganz ernsthaft. Ich schreibe alles auf. Mach das. Liebe Leute, Christian ist da. Ihr dürft eure Wünsche äußern. Ob sie umgesetzt werden, kann Christian nicht versprechen. Aber er kann zumindest versprechen, dass er darüber nachdenkt. Es ist halt auch immer total toll, ganz frisch aus der Community oder jetzt auch von dir, von Leuten, die es wirklich spielen und auch mit dem Spielerblick drauf gucken, dann das Feedback zu bekommen. Ne? Das ist für uns, die wir da jetzt Monate und Wochen und Jahre dran arbeiten, immer sehr schwer, da so nicht den Entwicklerblick drauf zu haben. Die läuft so gut, die Lok. Ich hau mal, wie viele Bahnhöfe haben wir? 4 oder 5, zwischen denen wir verkehren, ne? Einer, zwei... Ja. 3, 4, 5 und retour. 4 oder 5 würdest du einsetzen auf der Strecke? Oh, ich würde erstmal 4 machen, aber auch noch wieder Hinweis aus dem Patch. Betriebsmittel haben wir wieder hemmungslos vergessen. Nein, peinlich. Machen wir sofort, dafür geben wir Geld aus. Hier hatten wir ein Wartungsdepot, habe ich ja, glaube ich, schon errichtet.
Hier werde ich jetzt ein Wartungsdepot errichten. Oder ich mache einen Zug nach links. Wo bringen wir denn nachher das Vieh hin? Da. Wissen wir noch gar nicht, wo wir es hinbringen. Hier können wir Vieh bauen. Ich glaube, hier steigt mehr um. Wir machen hier ein Wartungsdepot hin. Dann noch ein Wartungsdepot. Eines haben wir schon hier. Und das reicht im Prinzip. Dann haben wir immer jeden zweiten Bahnhof eins. Jetzt kommen noch die Türme. Einmal. Das habe ich gelesen. Vergessen. Wie böse. Ich habe es auch gerade gelesen. Wartung vergessen. WB hat sich soeben für den DB-Vorstand qualifiziert. Aber bist du so als passionierter Nicht-Autofahrer, ja? Bist du eher der Bahnfahrer oder bist du auch so ein Drahteselfahrer? Eher Bahn. Also früher sehr viel Fahrrad, die letzten Jahre wenig. Leidenschaftlich gerne Fußgänge gehen und hin und wieder sogar Taxi, weil ich mir denke, ist zwar teuer, aber Gegengewicht dazu, dass ich kein Auto habe und sonst nie fahre. Hin und wieder mache ich das sogar. Mache ich immer bei jedem Zahnarztbesuch. Wahre Geschichte, weil ich hasse Zahnarztbesuche. Willkommen im Club, können 90% aller Leute unterschreiben. Das verbinde ich immer damit, mir was zu gönnen. Und dann fahre ich mal hin und zurück mit dem Taxi. Ernst, das ist wirklich gut. So. Sieht man dich auch auf so einem Elektroroller? Nein. Man sieht mich, man hört mich nur über Elektroroller gemein reden. Das ist alles. Aber ich muss sagen, das macht ganz schön Spaß mit den Dingern. Ja? Ich finde das total lustig. Du benutzt die? Ab und zu mal, ja. Wenn ich mir was gönnen möchte. Ah. Das heißt, die Elektroroller sind für dich das, was für mich ein Taxi ist. So sieht das genau aus. Ich glaube, das reicht hier. Vorne hatten wir, glaube ich, auch noch eingebaut. Ja, also zwischen, ja, auf eine Strecke einer müsste eigentlich immer reichen. Ich habe sogar drei jetzt auf der Strecke. Hoppla, wo ist denn der Zug gelandet? Der sollte eigentlich hier zu finden sein. Habe ich gerade Mist gebaut? Der fährt doch hier durch. Wahrscheinlich. Hast du irgendwas gelöscht? Kaputt gemacht? Ich glaube nicht. Habe ich versehentlich die Strecke gelöscht? Guck dir mal deine Zugliste an. Deine Nein, da ist er. Da fährt er auch lang. Dann fährt auch weiter. Geh doch mal in die in die Streckenplanung und so mal raus. Ob dann gucken, ob alles noch grün ist, ob man überlegen kann. Kann man. Das war komisch. Was? Ah, der müsste da unten doch auftauchen. Genau, wir versuchen es nochmal. Gehen wir nochmal raus. Wenn man jetzt ein Gleis anklickt, in dieser Methode. Hast du das falsche Gleis angeklickt? Da ist er doch. Ich glaube, du hast das ganz Äußere angeklickt. Ich hatte das, die hatte ich angeklickt. Hast du da ein totes Gleis? Also jetzt ist wieder alles okay. Vielleicht musst du nur fester klicken. Das kann sein. Das kann auch eine Altersfrage sein. Also Muskelabbau im Alter, es kann sein, dass ich nicht brutal genug mehr klicke. Das ist auch mein Problem oft bei Ego-Shootern. Gerade bei das Durchladen von Waffen fällt mir mittlerweile sehr schwer. Das in Ego-Shootern? Vor allem die älteren Waffen, so Zweiter Weltkrieg und vorher, wo man so richtig noch mit Muskelkraft nachladen muss, fällt mir echt schwer mittlerweile. Auch Open Worlds, je größer die Open Worlds sind und je mehr man da durchlaufen muss, bin ich nicht mehr der Typ für, kriege ich nicht mehr hin. Fehlt auch die Ausdauer irgendwann dafür. Definitiv. Ne? Ich versuche dann immer im Real Life meine Ausdauerwerte zu skillen, aber klappt nicht immer. Wir packen noch ein paar mehr rein. Wir hatten gesagt 4 Stück. Wir haben nur noch wenig Geld übrig. Wir hoffen, es lohnt sich. Und Abfahrt bitte. Aber da fährt zumindest schon mal ein voller Zug. Das sieht super aus. Das sieht überhaupt super aus, finde ich. Dankeschön. Oh, wo gibt's Kekse? Ich bin ganz bei dir. Ich hätte auch gerne längere Namen für die Beschriftung der Zuglinien. 24 Zeichen sind oft zu wenig. Das finde ich 24? Auch so. Echt? Ja, echt. Haben wir ganz oft das Problem, dass ich Kürzel benutzen muss, wo ich nicht will. Ganz ernsthaft.